Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Ja, mit diesem Tutorial möchte ich einigen Cosplayern helfen, die in der Situation waren wie ich damals. Das Problem ist halt, ich tue super gerne so Cosplay-Waffen erstellen oder Waffen von irgendwelchen Filmen oder Spielen nachbasteln. Ja, das Problem ist halt aber oftmals, dass man keine Templates oder Schablonen findet für diese Waffen. So, und meine Hand ist nicht so begabt, dass ich jetzt irgendwie das nachzeichnen könnte, weil man möchte halt wirklich so genau wie möglich diese Waffe nachstellen oder ja, Replikat erstellen von der Waffe. Und für die Leute, die halt nicht so, ja, zeichnerisch begabt sind, ist es halt dann schon schwer, ohne Schablone irgendwie sowas zu erstellen. Und ich habe halt Ewigkeiten gesucht nach Möglichkeiten, wie man auch zum Beispiel jetzt, wenn man nur ein Bild hat, das irgendwie auszudrucken, so dass es halt über mehrere Seiten geht und so weiter und so fort. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video das einfach mal kurz erklären. Und zwar folgendes. Ihr sucht euch einfach das aus, was ihr möchtet. Zum Beispiel, wir machen jetzt einfach mal Daedric Sword. So, Daedric Sword. So, dann haben wir jetzt hier verschiedene Bilder. Ihr könnt natürlich dieses Bild nehmen, sofort nehmen, wie es ist. Das Problem ist aber, wir brauchen halt Bilder, die in einer relativ hohen Auflösung sind. Das ist zum Beispiel jetzt nicht schlecht. Wir nehmen jetzt einfach mal das. So, Bild speichern. Zack. So. Wenn wir dieses Bild gespeichert haben, könnt ihr das entweder so, wie es ist, ausdrucken. Das wird aber allerdings nicht so gut funktionieren. Wenn ihr zum Beispiel da drauf geht und dann auf Drucken, seht ihr schon, Scheiße, ihr habt bloß einen Teil von dem Bild drauf. Ich habe das schon gedreht und gemacht und gemerkt. Ich habe nichts rausbekommen, wie ich das so machen könnte, dass jetzt zum Beispiel das Schwert auf mehreren Seiten angezeigt wird. Ihr könnt jetzt natürlich hier auf Bild an Rahmen anpassen, dann habt ihr aber das ganze Ding hier auf ein A4-Platten. Das ist dann schon ein bisschen klein. So, folgendes. Ihr könnt halt vorher ein Umrissbild erstellen und zwar geht ihr auf umrissbilder.de. Dann nehmt ihr einfach euer Bild, was ihr genutzt habt oder was ihr gerade runtergeladen hattet. Das zum Beispiel. So, einen kleinen Moment. So, und dann habt ihr ja unten auch schon die Schablonen. Ihr könnt natürlich welche nehmen, wie immer ihr auch möchtet. Ich würde natürlich das hier bevorzugen. Und ja, dann halt später einfach nochmal hier so ein bisschen die Kanten nacharbeiten oder mit einem Stift nochmal nach. Zeichnen, weil das Problem ist halt, wenn wir jetzt das hier nehmen würden oder das, ist halt doch relativ viel Farbe noch drin und wenn ihr das auf Dauer macht, dann tut das richtig den Drucker weh. Von daher würden wir dann einfach das hier nehmen. Da geht ihr dann einfach drauf, also einmal draufklicken, ja, und dann wird es automatisch gespeichert. Ich habe jetzt schon Millionen davon runtergeladen und ich werde jetzt halt auch jetzt nicht direkt das nochmal, ich habe es jetzt gerade gemacht, aber egal. So, auf jeden Fall geht ihr auf Umrissbilder, einfach Bild aussuchen, nichts weitermachen und dann tut ihr euch automatisch hier sowas als Vorlagen geben. So, wenn ihr dann diese Bilder habt, ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet. Ich möchte euch aber kurz empfehlen, wenn ihr jetzt irgendwelche Bilder habt von Waffen und sonstiges, nehmt euch Waffen, wo halt nicht zu viel Weißes oben und unten ist. Und ja, am besten entweder für Hochkant oder halt für quer, also nicht für schräg. Entweder für Hochformat oder Querformat nehmen, weil wenn ihr schräg das macht, kommt das halt später mit dem Drucken doof. Und zwar gibt es hier halt ein Programm, ich mache das nochmal neu auf, weil ich hatte jetzt gerade schon einen Test gehabt. Ein Programm, das nennt sich PostRacer. Ich werde euch unten auch nochmal was in die Videobeschreibung reinsetzen, wo ihr das downloaden könnt. So, dann nehmt ihr halt euch einfach das Ausgangsbild. So, wir nehmen jetzt einfach mal... Ich habe, glaube ich, irgendwo so noch von meinem Katharina Sword, was ich benutzt hatte. Mal. War das bei Videos? Ich habe so viele Schablonen inzwischen bei mir auf meinem PC. Das geht echt gar nicht. Hier. Guck da. Da habe ich zum Beispiel mein Katharina Sword. Das ist zwar jetzt nicht selber ein erstelltes Template, aber ich zeige euch das danach nochmal. So, dann geht ihr halt einfach auf weiter. Nehmt hier überall 000, weil das braucht ihr halt nicht. Das nimmt nur unnötig viel Platz weg. Dann geht ihr weiter auf weiter. Dann auf weiter. So, und dann seht ihr schon, ich mache das mal hier ein bisschen größer. Ach so, komm, machen wir es mal so. So, und dann seht ihr schon, so, wir würden jetzt 5 Seiten ausdrucken. Also das sind quasi jeweils eine Seite, zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite und fünfte Seite. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich groß, ja. Also ihr könnt natürlich jetzt hier auch nur 4 Seiten nehmen, nur 3 Seiten, nur 2 Seiten oder nur eine Seite.
Es wird jetzt komplett eine Seite sein. Das sieht zwar jetzt hier relativ groß aus, aber die machen das quasi nur, um das halt jetzt zu komprimieren, ja. So, also zwei Seiten, drei Seiten und so weiter und so fort. So, ich kann euch das mal kurz zeigen, wie das jetzt aussah. Wenn ich das finde, wartet. So, Download. Ich hatte nämlich, hier. So sah das dann aus. Das war jetzt drei Seiten waren. Das seht ihr auch hier. Das ist quasi hier der erste Klebestreifen. Und der zweite Klebestreifen, das sind halt die vier Seiten. Das Schöne ist bei dem Programm, das seht ihr jetzt hier an den Strich, das ist jetzt nicht eins zu eins zusammengeklebt, es ist halt leicht überlappend. Also so, dass wirklich nicht genau zack hier Schluss ist, sondern halt die erste Seite ging halt dann noch bis hier und die zweite Seite bis hier. Also so, dass ihr dann quasi das noch ein bisschen wegschneiden müsst, ja, und das dann halt so zusammen kleben müsst, wie ihr das möchtet. So, das wäre jetzt zum Beispiel das Katharina-Sword. Dann können wir auch nochmal ganz kurz hier das Daytrick, was wir gerade gemacht haben, nochmal ausprobieren. Wenn ich das jetzt finde, geht dann was bei Downloads. Oh Mann, das ist so kompliziert. Da war's. So, das wäre jetzt das Daytrick-Sword, was halt mein nächstes Projekt wäre. Ebenfalls auch weiter, weiter, weiter. So, und hier seht ihr schon, das wären jetzt vier Blätter. Vier Blätter ist aber ziemlich heftig. Ich würde auch nur drei Blätter nehmen. Wundert euch jetzt nicht, warum das jetzt hier nur so weiß ist. Das liegt daran halt, da das kein transparentes Hintergrund hatte, keinen transparenten Hintergrund hatte, sondern halt einen weißen. Das seht ihr aber dann im Endeffekt, seht ihr das nicht. Und hier seht ihr halt auch schon, so wäre halt dann das Bild, ne? Also ihr seht schon, drei Bilder oder drei Seiten werden jetzt hier gebraucht. 5 Seiten, 6 Seiten, 7 Seiten, 8 Seiten, 9 Seiten. Ah, okay. Ab 10 Seiten würden dann halt 2 Blätter quasi pro Abschnitt gebraucht. Weil dann ist es halt dann zu breit, dass man das halt nicht mehr auf eine Seite drauf kriegen könnte. Da müsste man dann quasi 20 Seiten ausdrucken, um ein so ein Schwert zu nehmen. Wobei, überlegt euch mal und tut mal 10 A4 Seiten nebeneinander legen. Das ist halt schon ziemlich krass. Ich sage immer, für einen Schwert ist halt so ein, ja, so ein 3-4 Seiten das Maximale. Also mehr und länger braucht man das auch gar nicht. Aber ich sag halt immer, um ungefähr zu sehen, wie groß er am Schluss wird, einfach halt die Seiten wirklich nebeneinander legen und dann seht ihr das schon. Ich kann euch das mal kurz zeigen. So sah das Schwert halt hinterher aus. Es hat eine Länge. Wartet, das kann ich euch mal kurz nachmessen. Ich habe es ja hier neben mir liegen. Und zwar hat es eine Länge von, ne? So, eine Länge von 70 cm und 70 cm ist, finde ich, eigentlich ganz okay. Es soll zwar ein halber Dolch sein, aber es ist letztendlich schon ein halbes Schwert geworden. Ja, gut, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich werde euch alle wichtigen Informationen zu den Sachen auch nochmal in die Videobeschreibung reinsetzen. Wenn euch das Video gefallen hat und euch das sehr, sehr geholfen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das mit euren Freunden teilen könntet, die halt auch solche Probleme hatten wie ich, eigene Schablonen zu erstellen und Schablonen zu finden. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.